Moin Kev, hi. Ach, Moinsen, warte, ich mach mal kurz die Muschel ein bisschen leiser. Die Muschel? Was für eine Muschel? Boah, fast draufgegangen beim Landen, krass. Moinsen. Moin, alles fit bei dir? Ja. So, sag mal, du hattest ja damals so ein Ancient Debris-Geschichte. Ja, die habe ich jetzt immer noch, die Ancient Debris-Geschichte. Ne? Ja, du kannst sie ja nicht offiziell verkaufen, aber du kannst ja traden, ne? Ja doch, ich verkaufe das ja offiziell. Ach so, aber für mich hat es so einen Sonderdeal. Ja, weil wir ja diesen Quarz-Deal unter anderem noch hatten. So, okay, jetzt raff ich das. Ich komme die ganze Zeit durcheinander im Chat und alle lachen mich aus. Irgendwie so, Kev, bist du dumm? Ich raff überhaupt nichts. Also, und ich habe halt überlegt, also ich bräuchte noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal ein volles Set. 8 mal ein volles Set. Und eins habe ich selbst. Also bräuchten wir 8 mal 4, sind 32. Also bräuchte ich 31 Stück. 31 Ancient Debris. Exakt. Oh, scheiße. Guck, ich weiß ja nicht, wie du hast, aber ich sag mal so, die Quarzgeschäfte laufen. Aktuell sitze ich auf fast 3 Stacks Diamanten. Also. Pass auf, das Ding ist, ich bin gerade online gekommen auf dem Server. Und dann kam direkt erstmal Kunga und schreibt, jo, kann man Rabatt machen? Er braucht 20 Ancient Debris und du brauchst 31 Ancient Debris. Das Ding ist jetzt, pass mal auf, jetzt muss ich rechnen, es wären halt 186. Normalerweise, wenn du ohne Rabatt machst, sind das 180 Diamanten. Ja, eben. Und ganz ehrlich, das ist zu viel des Guten. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist too much. Würden wir uns, was also würdet ihr vorschweben? Also bei solchen Mengen, zum Beispiel bei Basti, mache ich ja teilweise große Rabatte. Also bei Basti GHG, wenn der große Sachen kauft. Was wäre, wenn du mir 100 Diamanten gibst? Mach mal 96, das sind 1,5 Stacks. 1,5 Stacks sind es, aber du musst dir vorstellen, also das Ancient Debris, das ist eigentlich schon noch selten. Und der Bohrer hat gerade tatsächlich ein bisschen Probleme voranzukommen. Also das da wären 31. Gut, was ist da los? Ja, da gibt es gerade, es ist ein fetter Lavasee im Weg. Ich muss erst den Lavasee trockenlegen. Ich habe das Gefühl, so wie ich dich kenne, du hast genug Ancient Debris, um beide von uns zu versorgen. Das stimmt. Ich habe aktuell 27 im Shop und 35 in meinem Inventar. Also ich würde sagen, es wären jetzt auf die Schnelle bei beiden, du würdest 3 bis 4 Stacks Diamanten auf die Schnelle kriegen. Das ist mehr, drei als bis vier ich Stacks? In meiner gesamten Craft Attack Zeit verdient habe. Mehr als das. Ja, aber warum 96, wenn du nicht einfach 100 geben kannst? Das ist ich kann so dir 100 geben, ich dachte, das wäre eine schöne Sache. Ja, dann ist, eine runde Zahl. Bei 100 bin ich dabei. 31 für 100. Dann, ich komme einfach kurz zu dir und dann wickeln wir da das Geschäft ab. Alles klar. Und dann muss ich das noch mit Kunga klären und dann müsste ich theoretisch hingehen und gucken, dass der Bohrer bald wieder läuft. Das ist schon ein nicer 50% Rabatt. Ja, kann man machen. Ist okay, das Kev. Das ist geil. Das ist, finde ich, ist ein sehr geiles Angebot auf jeden Fall. Und mit dir mache ich auch gerne Geschäfte. Oh, da bist du ja schon. Ja. Achtung, hier 31. Bitteschön. Da müsste ich jetzt. Und da 100 Diamanten. Krank, Alter, krank. Da geht das Geld über den Ladentisch. Alter, ich habe gerade so viel Umsatz gemacht. So. Okay, 11 Diamantblöcke wieder dazu gekriegt. Nice. Ist dein Geschäft eigentlich mit dem Quarz überhaupt noch aktuell? Also hast du überhaupt Quarz in deinem Lager? Pass auf, ich habe hier 1, 2, 3. Also ich habe gerade nicht viel Quarz. Ich habe hier gerade 2,5 Stacks. Ich leg dir mal hier die. Warte, leg mir nur 2 rein. Leg immer nur ganze Stacks rein, sonst kann ich schwer abrechnen. Das heißt, es wird nochmal 2 Diamanten machen. Hier 2 Stacks, da hast du 2 Dias, perfekt. Das ist doch easy. Nice. Kev, mit dir mache ich gerne Geschäfte. Ich habe mein. Das Ding, das läuft von selbst einfach. Ja. Mein zweites Gewerbe wird sein, da kann man sich mich als Hilfskraft anwerben. Ich habe meinen Shop jetzt auch schön gemacht, hast du den mal gesehen? Muss ich mal gucken. Weil der war am Anfang ja sehr provisorisch, ne? Hat mal Wüsten da. Da rein. Ja, komm her, wir fliegen zusammen hin. Ich habe noch niemals erlebt, wirklich noch niemals erlebt, dass mein Laden nicht ausverkauft war. Außer jetzt, tatsächlich, es wurden 2 Doppelkisten gekauft und jetzt habe ich noch einmal nachgelegt, das ist eine halbe. Ach Mist, jetzt habe ich tatsächlich dein Quarz vergessen. Egal, ist egal. Ja. Mach ich später. Und das Ding mit Aquarium, ah, nice. Aber guck mal, sieht doch schön aus von außen. Schön dicker Dent mit Emerald, weißt. Sieht definitiv besser aus als die erste Version. Ja, und guck mal, du denkst dir so, das ist auch schon alles, das hat einen Grund. Bleib mal, guck mal hier an der Seite, siehst ja nichts, ne? Nein. Ah, hier ist ein Eingang. Achso, ne, guck mal hier. Das ist ein Zahlenschloss, Junge. Was? Guck hier. Und jetzt ist offen. Hä?
Okay, geil. Und hier hast du auch sogar, ich habe sogar ein automatisches Sortiersystem. Also wenn du Diamanten reintust, landen die automatisch gesichert unten. Und es ist ein Überflutungsding, das heißt Überflutungsschutz. Egal wer was reintut, der ist sozusagen, also du kannst alles in die Kiste reintun, aber es wird nichts raus. Nur Diamanten werden rausgenommen. Hey, das ist ja geil. Das ist echt gut. Und so bin ich halt komplett sicher. Alles in meinem Grundstück. Gut, dass ich mein Grundstück auch hier, ich habe es extra auch so gemacht, dass mein Grundstück, hier, das geht ja bis hier hin, ja, die Blöcke, extra hier noch Platz gelassen, weil guck mal, wie nah die anderen schon an mich dran bauen. Ja, da frage ich mich, was das hier wird, was da gebaut wird. Ich glaube, das ist so ein automatisches Itemsystem, irgendwie sowas. Ich glaube, das von The Joecraft. Jetzt muss ich kurz, du musst mir mal helfen bei einem Deal jetzt weiterhin. Kunga möchte 20 Ancient Debris. Ja. Nee, warte mal, hier 20. Muss dir mindestens, für 20 muss er dir einen Stack geben, wenn er meine Kondition ja kriegt. Genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade vergleichen. Ja, es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich bin gerade dabei, das Raumschiff so ein bisschen autark zu gestalten. Ich habe nämlich keinen Bock, jemals mich wieder um Essen kümmern zu müssen. Ja, das ist auch immer so ein Ding, Essen. Aber das habe ich eingekauft. Deswegen mache ich mir jetzt eine automatische Essensfarm, eine automatische Schmelzanlage, sodass ich unendlich gebratene Kartoffeln einfach habe. Weil du ein Ehrenpartner bist, kannst du natürlich, wenn das System fertig ist, dich dann später auch an meiner Doppelkiste bedienen. Das hört sich gut an, Kev. Das ist doch ganz klar. Halleluja, ey. Direkt wieder fette Geschäfte gemacht. Ey, Kev, ohne Witz. Das Business ist booming. Ich habe jetzt gerade innerhalb von ein paar Minuten 18 Diamantblöcke gemacht. Das ist abartig. Das Geile ist halt einfach, ich kann alles, was ich brauche, ich kauf's mir einfach dann in den ganzen Shops. Ja, weil du so viel verdienst, das ist doch geil. Ja. Das ist echt abartig. Also es gibt welche, die haben noch mehr, glaube ich. Also ich weiß, was ich und deswegen schon gehört habe. Alle sagen mir immer, ja, mach doch deine Sachen günstiger. Ich sag so, ich weiß, wer bei mir einkauft. Ja. Was kauft bei mir ein, der hat unendlich. Und ich weiß auch, dass die Leute ja selber gut verdienen und Ancient Debris halt einfach scheiße selten, muss man einfach auch mal so sagen. Ne? Und irgendwie schließt sich auch der Kreis, das finde ich ganz geil, weil zum Beispiel, ich meine, ich verdiene viel an Basti. Oder zum Beispiel, dann gibt es andere Leute, die an wem anders verdienen. Aber zum Beispiel, guck mal, ich habe mein Geld durch den Verkauf von Quarz bekommen und dann habe ich dir mein Geld gegeben für Ancient Debris. Du holst es wieder irgendwo anders und irgendwie rotiert immer so ein bisschen was. Ja, ne? Geld ist im Umlauf.